Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Ja, ich habe jetzt mal keine Handschelle hier. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache noch ein Video von einer Handschelle, aber ich zeige euch ja so alles drum und dran. Hier habe ich ein Handschellenholster. Das ist das Kliuso 114 Leder. Ja, ein sehr schönes Handschellenholster. Sehr schön verarbeitet. Hier auch, also hier sind halt die Nähte. Ja, aber sonst ist das sehr schön. Es ist fühlt sich sehr sehr wertig an. Hat auch viel Platz. Ich weiß nicht, warum hier unten so ein Loch ist. Weiß ich leider nicht. Hier auch sehr groß ein Gürtelhalter. Passt auch an eine Einsatzkoppel. Ja, wir haben hier vier Nieten. Eine, die hält hier den Druckknopf. Ja, ich kann ja mal zeigen. Diese hält hier das ist sogar mit einem Schlüsselhalter. Wenn hier sieht, sehr praktisch. Da habe ich jetzt einen Clioso-Schlüssel. Das kann man auch abmachen. Man kann das hier rausnehmen. Dann kann man das abziehen. Dann hat man den Schlüssel. Und hier sind zwei weitere Nieten, die dieses Bändchen hier oder diese Halterung, wo man denn den Schlüssel reinsteckt, hält. Ja, dann kann man den einfach wieder drauf machen. Fühlt sich alles sehr hochwertig oder sehr wertig an. Ja, hier drinnen habe ich gerade Handschellen. Das sind die Clioso Nummer 19R, auch sehr schöne Handschellen. Die passen da super rein. Sehr schön verarbeitet. Also man sieht ja mit Knickgelenk, das sind die Nummer 12A. Hier habe ich sie noch einmal ohne die Kette dafür mit so einem Gelenk, aber auf die kommen wir im nächsten Video nochmal extra drauf zu, auf die 19R. Ja, es passt super rein, also nicht nur für Clioso-Handschellen, hier habe ich jetzt mal die 12A. Kann man einmal so rum machen. Ihr seht das jetzt so, kann man einmal so rum machen, denn ja, es ist immer ein bisschen so. Ich muss sie mal ein bisschen enger machen hier. So passen die da auch super rein. Ja, man sieht, hier geht noch zu, hat noch nach oben Luft, kann man das gut erkennen. Da sieht man. So, jetzt hänge ich da gerade ein bisschen. So. Also man sieht jetzt, die sind ein bisschen enger gestellt worden. Aber sonst würden die ja nicht reinpassen. Man kann die natürlich auch so hier reinmachen. So. Kann man zumachen. Oh. Nachricht, man sieht hier, passen noch super rein, noch Luft nach oben. Also, auch für andere Handschellen muss jetzt hier nicht so eine Clioso Handschellen sein, sondern, guck jetzt mal, es können auch Handschellen von anderen Marken sein, das passt immer. Also es passt super, es ist für fast jede Handschelle sehr gut geeignet. Ich habe jetzt mal die Aizion 5232, die stelle ich auch noch in einem Video vor. Die passen hier auch super rein. So, Alter, halt falsch rum.
Also manche Handschellen muss man halt mal ein bisschen rumprobieren, wie man die so reinmacht. Am besten so reinmachen. Zack, dann schiebt man die da rein. So. Ich habe es jetzt mal so reingemacht. So, zack. Geht auch wieder zu. Da, das füllt alles aus. Das passt super. Also das Handschellenholster ist vielseitig. Passen gängige Handschellen von Smith & Wesson rein. Dann passen da noch von verschiedenen Marken. Halt von Clioso ist ja dafür, von Alcyon. Von verschiedenen anderen Marken passt da super rein. Ja, das gibt's nicht auf Amazon zu kaufen, das gibt's auf Douglas Security Bedarf zu kaufen. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Auch alles zur Polizei könnt ihr euch da alles holen, das ist richtig gut. Dann könnt ihr euch auch so eine Handschellen holen von jeder Art. Macht das lieber bei Nordhandel oder bei Amazon, weil bei den Polizeibedarf oder Polizeidiscountern sind immer die Handschellen sehr teuer. Oder guckt auch mal auf eBay. Da gibt es auch seltene Gebrauchte, zum Beispiel wie die Clioso 12R. Die werde ich mir auch mal zulegen. Da muss ich gucken, ob es das gibt. Ja, das soll es gewesen sein, mal ein kurzes Video zu diesen schönen Handschellen Holster. Verlinke ich euch natürlich wieder in der Videobeschreibung. Guckt auf jeden Fall bei Mr. Handcuff vorbei, der macht super Handschellen-Videos. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Einfach mal nachgucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja. Guckt auf jeden Fall bei Mr. Handcuff vorbei. Danke fürs Zuschauen. Noch einen schönen Tag und ist in der Videobeschreibung und die ganzen anderen Sachen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.